Uns hat es heute hier in die Begegnungsstätte in Oka verschlagen, denn wie wir alle wissen, steht Halloween ganz kurz vor der Tür. Und hier in der Begegnungsstätte wird heute schon eine Halloween-Party organisiert mit einem Gruselhaus. Corinna, was erwartet uns heute hier und was wollen wir hier machen? Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach gleich mal ein bisschen hinter die Kulissen, gucken, was die Familie Scheller, so heißt die Familie, die das Geisterhaus schon zum 5. Jahr in Folge organisiert. Ich habe schon so ein bisschen gehört, es soll irgendwie mystisch sein und mit Clowns und einem Zirkus soll es irgendwas geben. Du bist nicht so dafür, erschreckt zu werden? Nein, mir wurde gesagt, ich werde hier nicht erschreckt. Anscheinend werde ich jetzt hier doch erschreckt. Das könnte für mich ein bisschen schlimm werden. Also man kann sich auf den einen oder anderen Schrei von mir gefasst machen. Hinter uns sieht man einmal die Schlange für das Gruselhaus. Wie man sieht, die Begeisterung der Gäste ist groß. Und es gibt anscheinend viel zu schreien. Auch wir werden uns jetzt mal reinwagen. Corinna, hast du schon Angst? Ja. Okay, ich auch. Ganz ruhig, Corinna, ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh mein Gott, es bewegt sich! Also im Horrorfilm wäre Corinna die Erste, die stirbt übrigens, glaube ich, langsam. Ja, wir werden verfolgt, wir werden verfolgt. Und da ist schon wieder irgendwas. Oh nein. Oh Gott. Ja. Zum Glück haben wir umverdammt. Okay, ich glaube, wir kommen jetzt hier raus. Oh, Corinna! Das ist ja grausam. Ja, Corinna muss hier meine Hand halten, wie man sieht. Also ich fand es gruselig, aber es war doch aushaltbar. Es war schön gruselig, sodass man Spaß hatte. Ja, ich glaube, aber wir haben uns gegenseitig auch so ein bisschen nach oben geschaukelt. Also da hat der eine geschrien, dann hat der andere geschrien und an sich am Ende war es nicht so gruselig, aber dieser Clown, der hat es doch ganz schön in sich gehabt. Ich wette, der wird mich noch die nächsten Nächte im Traum heimsuchen. Ja, ich stehe jetzt hier mit Sabine und mich würde zuerst einmal interessieren, was trägst du denn zur Planung dieses Gruselhauses bei? Wie bist du denn involviert? Also das Gruselhaus selber, das machen eigentlich nur meine Söhne und wir als Familie, also meine Töchter, mein Mann, Schwiegertöchter, Schwiegersöhne, wir machen halt die ganze Deko rundum. Sehr gut, vielleicht kannst du mir noch ganz kurz erzählen, wie hat sich diese Halloween-Party hier in Oka in den letzten Jahren entwickelt? Wir haben eigentlich ganz klein angefangen, dass Robin und Torben erstmal auf der anderen Seite vom Altbau haben sie so ein bisschen eigentlich nur die Haustür geöffnet und so ein bisschen Gruseliges gemacht. Und das Jahr später haben wir dann angefangen, dann haben wir schon mal so ein paar Hotdogs verteilt und sowas und draußen ein paar Buden gehabt. Ja, und dann wurde so der Andrang immer mehr und dann sind wir auf diese Seite gegangen. Das haben wir dann auch erstmal langsam angefangen. Dann hatten wir den kleinen Saal auch das erste Jahr gar nicht auf. Dann standen hier so viele Leute, dass wir gesagt haben, wir müssen das noch öffnen. Und letztes Jahr war der Andrang schon so groß, dass wir nach 5 Minuten alles voll hatten da drin und nach einer Dreiviertelstunde war die ganze Bratwurst alle. So, wir haben uns jetzt hier noch ein bisschen was zu essen und ein warmes Getränk abgegriffen. Immerhin ist es ja jetzt auch schon ein bisschen kalt geworden, wie man vielleicht an unserem Atmen sieht. Uns hat es ziemlich gut gefallen. Wir haben uns ganz schön gegruselt hier und ich denke, wir werden auch noch in der nächsten Zeit Angst haben, dass wir von irgendwem verfolgt werden, oder Corinna? Ja, das auf jeden Fall. Und wir sind auch schon ziemlich gespannt, was sich die Schellers fürs nächste Jahr einfallen lassen.